Zum Installieren geht man auf die Homepage www.subgra.de oder allplan-einbauteile.de und geht dann auf Jetzt downloaden. Es gibt auch noch die Alternative über einen Subport hier über die Download-Seite zu gelangen. Auf der Download-Seite hat man jetzt die Möglichkeit zwischen Einbauteilen, Montageteilen und sonstigen auszuwählen. Wir klicken hier auf Einbauteile und darunter werden dann die Einbauteile aufgelistet. In diesem Fall wollen wir das Schalungselement. Achtung, hier ist es noch die Beta-Version in diesem Video. Mit einem Klick auf den Download startet zuerst eine Abfrage, die ist nötig, damit den Herstellern gezeigt werden kann, wie viel Downloadzahlen und Allplan-Lizenzen pro Einbauteil bzw. Montageteil heruntergeladen wurden. Ich gebe in diesem Fall meinen Namen ein, meinen Firmennamen und meine Allplan-Lizenzen und auch meine E-Mail-Adresse. Natürlich melde ich mich am Newsletter an und dann bestimme ich auch noch die AGBs und die Lizenzvereinbarung zu und sende das einmal ab. Einmal geschehen, kann ich jetzt jegliche Einbauteile herunterladen mit einem Klick. Und dann erscheint in meinem Download-Ordner eine SMZ-Datei. Die kann ich zum Beispiel mit dem Ordner hier öffnen. Dann zusätzlich werde ich jetzt meinen Allplan öffnen. Aber vorher setze ich noch den Explorer in den Vordergrund. Das müsst ihr nicht tun. Das ist jetzt nur für dieses Video. Dann gehe ich in mein Allplan rein. Jetzt hier in ein leeres Teilbild. Dann ziehe ich die SMZ-Datei per Drag and Drop in ein Teilbild. Es muss nicht leer sein. Einfach reinziehen per Drag and Drop und auslassen. Wenn man das Ganze schon mal installiert hat, dann fragt Allplan, ob man im STD-Ordner, also im Standard-Ordner, die Icon-Bilder überspeichern darf. Das bestätigen wir einmal mit OK. Und schon könnte man mit dem PK-Fil starten. Allerdings sei Folgendes gesagt. Es befindet sich in der Bibliothek, im Büroordner unter Supports PK-Fil. Nun kann es jeder im ganzen Büro nutzen und ist es einsatzfähig.